Hallöchen, erste Video 2015. Es war ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen still, aber naja, Feiertage, Weihnachten und so. Ich wünsche euch auf jeden Fall, also was heißt ich wünsche euch, ist ja schon vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr, habt schöne Feiertage verbracht mit der Familie, habt euch reich beschenken lassen und ja. Jetzt habe ich wieder Zeit gefunden, ein Video zu machen. Und es gibt auch einen Grund, ein Video zu machen. Und zwar habe ich jetzt das erste Update vor. Was heißt Update? Update möchte ich es gar nicht nennen. Und zwar kommen neue Karo-Halter an meinen Mission D. Und zwar sogenannte Stealth Body Mounts, also unsichtbare. Das heißt, ich muss hier nicht durchbohren oder sowas. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, hier vorne sind sie noch dran, hinten sind sie schon ab. Und da habe ich einen guten Shop gefunden bei eBay. Den Link packe ich euch in die Beschreibung auf jeden Fall. Ich packe das jetzt erstmal schnell zur Seite. Also den Link packe ich euch in die Beschreibung. Ein super netter Chef. Ich glaube, ich denke mal, es war der Chef. Ein super netter Kontakt, weil es ging eins davon schon verloren über die Feiertage mit der Post. Da gab es irgendwie was, keine Ahnung. Habe ihn angeschrieben und ein super netter Kontakt. Hat das Ganze einfach nochmal losgeschickt und jetzt ist es hier. Und super netter Shop auf jeden Fall. Wie gesagt, ich packe euch den Link mal in die Beschreibung. Falls du das Video siehst, fühle dich gegrüßt. So, wir machen das Ganze mal auf. Gucken mal, was drin ist. Ich habe natürlich schon mal reingelert. Das seht ihr hier oben an der Kante. Das packen wir schon mal weg. Es kommt in so einer praktischen Packung, wie ich finde. So eine wiederverschließbare Packung. Viel ist nicht drin, muss ja auch nicht. Ich habe jetzt die Variante gewählt mit Klebepads, die übrigens auch dabei sind. Also mit Klettband, was dabei ist, was ich richtig cool finde, dass es dabei ist. Schneidet man sich zurecht und dann kann man das Ganze machen. Dann hat man hier ein kleines Beutelchen mit Schrauben und Distanzscheiben bzw. Unterlegscheiben. Alles Imbusköpfe, was auch schon mal gut ist. Macht alles einen echt hochwertigen Eindruck. Extrem leicht. Aluminium. Schön lackiert. Gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es in Schwarz, Lila, Blau, Silber, glaube ich. Müsst ihr mal gucken, wie gesagt. Gibt es auf jeden Fall noch in verschiedenen Farben. Ich habe hier noch so eine süße kleine Anleitung. Die ist auf jeden Fall dabei. Ist eigentlich selbsterklärend. Aber was dabei ist, ist dabei. Bin ich der Meinung. Was man hat, das hat man. Und hier sieht man schon, vorne war das auf die ursprünglichen Bodyposts, also Karo-Halter. Nur drauf gesteckt, rechts und links, dann die Platte in der Mitte und hinten macht man das halt an den Shock Tower. Ich sage immer die englischen Begriffe, ey. An die Dämpferbrücke und schraubt das Ganze dann so fest und dann sieht das ungefähr dann so aus. Das ist natürlich bloß ein Beispielbild. Es gibt hier immer ein paar dusselige Leute, die dann fragen, sind die Aluteile dabei? Nein, natürlich nicht. Vollkommener Käse. Auf jeden Fall, ich werde das Ganze jetzt soweit vorbereiten. Ich werde das Ganze jetzt verbauen, werde dann auch noch die Karo anpassen und dann zeige ich euch alles auf einmal dann, wie die Bodyposts gemacht sind, zeige ich euch und dann zeige ich euch nochmal die Karo, die jetzt hier drauf kommt. Meine Facebook Follower gefällt mir Klicker. Wir hatten schon wissen, was es für eine Karo ist auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt noch ein paar LEDs eingebaut mit ein paar Spielereien, die mehr oder weniger sinnlos sind, aber driften geht es hier um die Optik. Von daher, ja. Also würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Die, die mich bei Facebook geliked haben, kennen die Karo sicher. Das ist ein Toyota Raize. Das ist so ein China- bzw. japanisches Modell von Toyota. Unter den Lexus-Namen ist er wahrscheinlich mehr bekannt, aber. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie der hieß. Es ist eine fertige Karo, habe ich von meiner Frau zu Weihnachten bekommen. Die ist jetzt ein bisschen verschliert hier durch das tausendmal
angefasse jetzt gerade und so, weil ich noch die Lichteinheit eingebaut habe und so und das Steuergerät und bla bla bla. Auf jeden Fall, ja. Ursprünglich war ja hier ein Motorblock drin. Der hat leider nicht gepasst durch meinen Riemenantrieb. Also die Karo, die geht extrem tief nach unten. Ich habe auch noch ein Armaturenbrett. Das kommt aber später wieder rein. Der Motor leider nicht. Das passt leider nicht bei mir, bei der Karo zumindest. Da werde ich mir später noch was anderes einfallen lassen. Naja, es waren LEDs verbaut. Die haben mir auch nicht zugesagt. Es waren vorne blau drin und sowas. Das war nicht alles so meins. Er hat aber auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Derjenige, hier sind Ausschnitte gemacht, dass die Fenster offen sind. Vorne ist komplett offen, hinten ist ein Stück offen. Also eine richtig gut gearbeitete Karo. Lightbuckets sind auch drin, vorne wie hinten Scheibenwischer und des Weiteren. Da wir gerade beim Thema Karos sind, ihr werdet bei mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Karos sehen. Was hier so knirscht, das ist das Servo, das ist ein Digital-Servo, das macht halt ein bisschen Geräusche. Ihr seht auch schon hier schon noch Kabel. Das ist alles noch nicht hundertprozentig fertig. Die kommt auch noch ein bisschen tiefer hinten und vorne. Das kommt aber alles mit der Zeit. Die Seite geht einigermaßen, die andere Seite. Ich muss halt alles noch ein bisschen anpassen. Das kommt auch mit der Zeit. Ja, zurückzukommen zu den Karos. Es kommen in der nächsten Zeit noch ein paar Karos. Ich habe da jemanden kennengelernt. Darüber aber in einem späteren Video auf jeden Fall noch mehr dazu. Ich werde jetzt mal das Licht ausmachen und werde euch mal so ein paar Spielereien zeigen, die ich jetzt verbaut habe. Ihr seht schon ein bisschen blau, leicht blaue Unterbodenbeleuchtung habe ich dem Kleinen verpasst. Dann hat er vorne vier LEDs in weiß, hinten zwei LEDs in schwarz und er hat Blinker bekommen. Einmal vorne, natürlich gehen die auch hinten. Dann hat er noch ein Bremslicht bekommen. Dann hat er, wie gesagt, dann hat er, ja, dann hat er, dann hat er. ja, das ist jetzt, die Unterbodenbeleuchtung ist auch noch nicht hundertprozentig. Das habe ich jetzt bloß so gemacht, weil es jetzt halt nicht anders ging, leider. Die Zeit war ein bisschen zu knapp. Blinker funktionieren aber eigentlich ganz gut, wie ich das sehe hier. Also das funktioniert eigentlich. Vorne ebenso. Wir haben eine helle LED und eine dunklere LED. Es soll noch ein bisschen heller werden hier vorne, dass es so durch einen Kühlergrill scheint. Hier kommen auch noch ein Ladeluftkühler rein. Wie gesagt, das Armaturenbrett kommt auch noch rein. Und ja, aber jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem ursprünglichen Thema des Videos, und zwar sind das die Body Posts. Diese Stealth Body Posts. Das ist natürlich jetzt noch alles ziemlich provisorisch hier. Ich mache den Kerl erstmal aus und stecke das mal schnell ab hier, dass man ein bisschen mehr Luft hat. So, also hinten ist verbaut, vorne ebenso. Ich packe die Karo mal eben wieder weg. Ist ein bisschen mühsam, dann muss man viele Stecker lösen, aber naja, was soll's. Tja, wie gesagt, vorne ist jetzt hier verbaut. Hier seht ihr das. Hier ist das Klettband. Das Weiße, was ihr hier seht, ich habe hier nochmal eine extra Schicht Sekundenkleber drauf gemacht. Der hinterlässt immer so eine komischen weißen Spuren. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie, ja, blöd das. Auf jeden Fall gute Verarbeitung. Hinten ist noch nicht festgeschraubt, wie ihr das seht hier, weil, wie gesagt, das hat jetzt alles so viel Zeit in Anspruch genommen und ihr wollt das Video heute auch noch sehen, was wohl nicht klappen wird, aber naja, sehr geil. Auf jeden Fall, ja, super Verarbeitung, wie gesagt, super Shop. Shop ist in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei, wenn ihr sowas sucht. Sowas macht ja nicht nur bei Driftern Sinn, sowas macht ja auch bei Crawlern Sinn, bei Scale Crawlern, wenn man nicht seine teure lackierte Karo, die man mühevoll in tagelanger Arbeit lackiert hat, mit Löchern versauen will, ist das auf jeden Fall eine saubere Lösung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.